gut. Zeit, meinen Lieblingslippenstift aufzutragen. Igitt, sie sieht schon aus wie ein Clown. Ah, ich liebe diese Farbe. Sie ist so schön rot. Sieht gut aus, oder? Gib das her! Huh? Jemand hat gerade Madisons Lippenstift gestohlen. Oh, sieh mal, es war die Lehrerin. Was? Was ist auf meiner Stirn geschrieben? Ich werd's dir zeigen. Hier! Oh nein, ein F? Warum das denn? Du kennst die Regeln. Im Unterricht ist kein Make-up erlaubt. Ich konfessiere das hier. Sag auf Wiedersehen. Mein Make-up! Hör auf zu lachen! Wie wird Madison ohne Make-up überleben? La la la! Stopp! Gib mir dein Make-up! Nein! Gib es mir! Oh Mann, was jetzt? Noch mehr Schminke? Ich weiß, dass du noch mehr hast. Es sieht so aus, als ob Madison ein ernsthafter Fall ist, wenn es um Make-up geht. Komm schon! Madison hat überall Make-up versteckt. Sieh nur, wie viel sie hat. Die Kiste ist fast voll. Und sie ist immer noch nicht fertig? Alles! Schon gut, schon gut. Wow, das war schlau versteckt. Sieht aus, als wäre sie endlich fertig. Okay, du kannst gehen. Oh, guten Morgen, Mia. Hallo. Du kannst gehen. Igitt, geh zur Seite mit deinem riesigen Buch. Aber wie es aussieht, hat das Madison auf eine tolle Idee gebracht. Sie nimmt das ganze beschlagnahmte Make-up mit. Was hat sie vor? Wo ist das ganze Make-up? Vor einer Minute war es noch da. Madison hat es endlich ins Klassenzimmer geschafft. Heißt das, dass sie ihr Make-up losgeworden ist? Oh, schau mal. Sie hat ein großes Buch mitgebracht. Na gut, lasst es uns lesen. Was? Liest du ein Buch? Wahnsinn, schau dir das Make-up von Madison an. Das ist seltsam. Sie hat ihr Make-up in ihrem Buch versteckt. Hey, bist du nicht schlau, Madison? Gut gemacht. Was für eine Angeberin. Kein Make-up? Na gut, dann mal los. Du. Ich? Oh nein. Die Lehrerin wendet einige interessante Methoden an, um versteckte Schminke zu finden. Durch Stochern. Ah, das kitzelt. Hör auf. Oh, was soll ich mit all dem Make-up machen? Oh, ich weiß. Ich werde es unter meiner Kleidung verstecken. Okay, du bist fertig. Jetzt geh in den Unterricht. Der Nächste. Hi. Wie wird es Madison ergehen? Oh nein, etwas ist rausgefallen. Unglaublich. Ich habe gesagt, dass kein Make-up erlaubt ist. Madison will nicht aufgeben. Aber die Lehrerin ist einfach zu gut darin. Wo immer Madison versucht, Make-up zu verstecken, die Lehrerin findet es. Vielleicht in meiner Socke? Nein, kein Make-up. So streng. Komm schon, Money. Das ist mein letzter Schminkstift. Naja, hoffen wir das Beste. Wird Madison Erfolg haben? Kommt schon, Leute. Auf geht's, auf geht's. Eine Minute. Lass mich dich überprüfen. Mal sehen. Ich denke, du bist sauber. Geh weiter. Sie hat sich nicht einmal das Gesicht angeschaut. Juhu, Madison hat es endlich geschafft. Moment mal. Bleib dran für weitere lustige Arten, sich zu schminken. Oh, hoffentlich sieht mich niemand. Wer ist denn da? Sieht aus, als wäre es die Lehrerin. Netter Versuch, aber Make-up ist nicht erlaubt. Oh, bitte? Aber die Lehrerin ist nicht bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Was machst du denn da? Bitte lass das! Sie ist dabei, Madison das Make-up abzunehmen. Ah! Oh, arme Madison. Oh je, sieht Madison so ungeschminkt aus? Sogar die Lehrerin ist erschrocken. Oh Mist, vielleicht habe ich das übertrieben. Ich weiß, lass uns das ein bisschen zurechtmachen. Hier, viel besser. Das ist nicht fair. Es war wirklich peinlich für sie. Habe ich etwas falsch gemacht? Madison ruiniert das Bild der Lehrerin. Aber nicht alles ist verloren. Ich werde es ihr zeigen. Jetzt hat sie eine Idee. Ich bin gleich wieder da. Dafür nimmst du einfach einen Schminkstift und deckst ihn mit Buntstiftpapier ab. Jetzt sieht er aus wie ein Buntstift. So kann es niemand erkennen. Zeit für Runde 2, Madison. Stopp! Hast du Schminke dabei? Natürlich nicht. Du hast sie mir weggenommen. Du kannst gehen. Das war einfach. Oh, da ruft jemand an. Hallo? Wer könnte so etwas tun? Ja, ich hör zu. Das ist die perfekte Gelegenheit für Madison, ihr Make-up zu richten, während die Lehrerin weg ist. Sie sieht so hübsch aus. Psst, hier ist kein Make-up drin. Und die Lehrerin ist wieder da. Wird sie Madison Schminke finden? Was? Schau dir dein Gesicht an. Gib mir sofort dein Make-up. Huh?
Aber ich hab keins. Es ist nur ein Buntstift. Sieht so aus, als ob es ein Erfolg war. La 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 la. Es ist Zeit, mein Make-up aufzufrischen. Das ist so aufregend. Lass uns mit den Lippen anfangen. Oh nein, ich muss es verstecken. Was ist los, Madison? Oh, es scheint, dass Make-up hier streng verboten ist. Ha? Hallo, Frau Wilson. Oh, wie soll ich jetzt mein Make-up benutzen? Hey, Knete. Aber was soll ich damit machen? Ein Apfel. Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Was hat Madison vor zu tun? Sie ersetzt den Apfel der Lehrerin durch einen aus Knete geformten Apfel. Und jetzt schneidet sie den echten Apfel auf und legt ihren Lidschatten in ihn hinein. Jetzt wird ihn niemand mehr sehen. Na gut, Zeit, in diesen Apfel zu beißen. Pass auf, die Lehrerin beobachtet uns genau. Oh Mist, das ist nur ein Apfel, siehst du? Sehr lecker. Ein Apfel? Ach so. Aber es ist nicht nur irgendein Apfel. Es ist einer mit Make-up. Jetzt kann Madison ihn benutzen und wird nicht erwischt. Sieht toll aus, oder? Hat sie sich gerade geschminkt? Was für ein leckerer Apfel. Lecker? Ein Apfel? Lecker? Oh ja, ich habe auch einen. Lass mal abbeißen. Oh nein, das wird böse enden. Ha? Meine Zähne. Vielleicht ist ein Apfel aus Knete ein bisschen zu viel, Madison. Aber hey, es sieht so aus, als ob die Lehrerin daran gewöhnt ist. Hat sie gerade... Igitt! Also gut, Schüler. Jetzt zieht ihr eine Linie wie diese. Super, er schaut nicht hin. Zeit, meinen Lipgloss aufzutragen. Hey, Madison, du weißt doch, dass Make-up hier nicht erlaubt ist. Ertappt. Vielleicht beim nächsten Mal, Madison. Ach, okay. Lass uns weitermachen. Aber du kannst Madison nicht so einfach aufhalten. Es sei denn, sie hält sich selbst auf. Passt auf! Sie hätte fast Acrylfarbe mit ihrem Lipgloss vermischt. Aber warte mal. Sie sehen genau gleich aus. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Was hat sie vor? Um deinen Lipgloss zu verstecken, malst du einfach die Tube mit Farbe an. Und jetzt sieht es aus wie Acrylfarbe für den Kunstunterricht. Jetzt kann Madison ihr Lipgloss benutzen, ohne dass es auffällt. Ah, dieser Lipgloss ist der Beste. Ich hasse Malen. Ha? Lehrer, Herr Lehrer! Madison benutzt Make-up im Unterricht! Madison? Aber das ist doch nur Acrylfarbe. Ich bin mit dem Malen fertig. Oh wow, dein Bild ist schön wie immer. Danke, Herr Lehrer. Madison hat es mit ihrer Heimlichtuerei und ihrem Talent geschafft. Mia scheint ein bisschen neidisch zu sein. Wenn sie eine Tube mit Acrylfarbe benutzt, bedeutet das, dass das alles Lipgloss ist. Ich werde so hübsch aussehen. Oh je, das sieht nicht gut aus. Mia scheint nicht zu merken, dass sie echte Acrylfarbe benutzt. Hey, Herr Lehrer, schau dir das mal an. Oh mein Gott. Das ist kein Lipgloss. Okay, Zeit für einen Test. Was ist denn hier los? Oh, warum muss ich mich damit beschäftigen? Hey, du! Huh? Im Klassenzimmer ist kein Make-up erlaubt. Du wirst es nicht mehr benutzen. Nein! Autsch! Der Anblick tut weh. Die Lehrerin hat gerade Madisons Lippenstift ruiniert, indem sie einen Deckel drauf gemacht hat. Oh nein, mein Lippenstift! Er ist ruiniert! Hm? Was macht er denn mit dem Bleistift? Oh, hey Madison, du siehst heute gut aus. Igitt, du hast Radiergummireste im Gesicht. Das ist ja eklig! Was ist mit dir los? Aber wie es aussieht, haben Joshuas zerkaute Bleistifte Madison auf eine Idee gebracht. Nimm einfach einen Bleistift und entferne seinen Radiergummi. Dann steckst du stattdessen ein Stück Strohhalm hinein. Und dann erhitzt du den Lippenstift, bis er schmilzt. Schließlich gießt du ihn in den Strohhalm und wartest, bis er abgekühlt ist. Hier hast du ihn, einen Lippenstift statt eines Radiergummis. Die Lehrerin schaut nicht hin. Das bedeutet, dass es Zeit für mich ist, meinen Lippenstift auszuprobieren. Wahnsinn, er funktioniert perfekt. In der Zwischenzeit spielt die Lehrerin Kreuzworträtsel. Mist, ich habe einen Fehler gemacht. Oh nein, ich habe kein Radiergummi. Da muss es doch etwas geben. Oh, du. Ich? Kannst du mir mal kurz deinen Stift geben? Ich bin so verdammt. Nur für eine Sekunde, Madison. Danke. Oh, wie cool komme ich das wieder weg? Arme Lehrerin. Aber wenigstens hat Madison eine Menge Spaß.
Sheldon. Igitt, Igitt. Was ist? Was ist denn los? Lass uns mal nachsehen. Oh nein, da ist ein riesiger Pickel in meinem Gesicht. Das ist ja eklig. Ich muss ihn schnell abdecken. Das ist so schrecklich. Vorsicht, Madison. Da ist die Lehrerin. Was ist hier los? Was machst du da? Gib mir das. Aber da ist ein Pickel. Das ist mir doch egal. Kannst du nicht lesen? Kein Make-up. Oh nein, aber bitte. Die arme Madison. Was wird sie gegen ihren Pickel tun? Huh? Was macht sie denn da? Oh mein Schatz, die Lehrerin scheint Pflanzen wirklich zu mögen. Ich hab's. Nimm einfach das Blatt einer falschen Pflanze und lege einen Make-up-Schwamm darauf. Außerdem einen kleinen Spiegel. Und verstecke ihn in einem Blumenstrauß. Mach dasselbe mit dem Spiegel. Verstecke es gut zwischen den Blumen. Und nun zum Blumentopf. Fülle ihn mit einem Schwamm und lege Papier darauf. Schütte dann etwas Puder darüber. Jetzt sieht es aus wie Sand. Und zum Schluss steckst du die Blumen wieder hinein. Und schon kannst du loslegen. Jetzt ist es Zeit für Madison, es auszuprobieren. Ich werde mich langsam bewegen. Ich hoffe, die Lehrerin wird es nicht bemerken. Oh, Jaden, er ist so lieb. Aber warum zupft er so an seinem Ohr? Naja. Konzentrier dich, Madison. Vergiss nicht, was deine Aufgabe ist. Sie hat es bis zum Blumentopf geschafft. Wo ist jetzt der Schwamm? Hm? Was machst du mit meinen Blumen? Ich gieße sie nur. Ja, siehst du? Oh, du bist so süß. Ich danke dir vielmals. Gut gemacht, Madison. Sieht aus, als hätte die Lehrerin es dir abgekauft. Jetzt werde ich einfach den Spiegel benutzen. Und ja, einen Make-up-Schwamm. Ich kann es kaum erwarten, diesen Pickel loszuwerden. Ich bin fertig. Juhu, das war doch eine tolle Idee. Gut gemacht, Madison. Aber Mia ist nicht sehr glücklich über Madisons Erfolg. Sie hat noch mehr Pickel. Was ist los, Jaden? Oh, hey, du siehst gut aus. Er hat mich angelächelt, ja. Und was hast du jetzt vor? Ich sehe so hässlich aus. Aber warte, Madison hat Make-up in den Blumen. Ich sehe mir das mal an. Aber welchen hat sie benutzt? Mia weiß nicht, in welchem Blumentopf sich die Schminke befindet. Was machst du da? Ich bin nur, du weißt schon, nichts. Aha. Oh nein, sie hat ihre Finger in den falschen Topf getaucht. Das ist kein Pulver, Mia. Es ist Dreck. Bin ich jetzt hübsch? Oh je, was hast du getan? Das ist urkomisch. Madison benutzt ihre Nagelfeile. Leider sind keine Schminkprodukte erlaubt. Was wird sie tun? Ich werde sie in meinem Ärmel verstecken. Er wird es nicht bemerken. Wird Madison unbemerkt bleiben? Hey, Leute. Hey, Madison. Zeit, meine Nägel fertig zu machen. Was? Was ist denn hier los? Sieht aus, als wäre der Alarm wegen Madisons Nagelfeile losgegangen. Was ist hier los? Lady, du bist verhaftet, weil du Make-up mitgebracht hast. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, nein. Meine Schülerin, warum passiert mir das? So ein Chaos. Oh, also war das alles nur Madisons Einbildung? Benutzt er ein Teppichmesser als Zahnstocher? Was für ein Lehrer. Ekelhaft. Aber hey, das hat mich gerade auf eine Idee gebracht. Ich bin gleich wieder da. Das ist nicht für deine Ohren bestimmt, Herr Lehrer. Eine gute Möglichkeit, deine Nagelfeile zu verstecken, ist, sie anstelle eines Teppichmessers zu nehmen. So einfach ist das. Madison ist wieder da. Und dieses Mal ist sie besser vorbereitet. Schau mal, was ich hier habe. Das ist meine Nagelfeile. Oh nein, hat der Lehrer sie bemerkt? Hey, was ist das? Oh, ein Teppichmesser. Siehst du? Es ist zum Schneiden von Papier. Nun, ich schwöre, es schneidet. Es ist für Papier, sagst du? Oh, leg's besser hin. Sieht so aus, als hätte sich der Lehrer endlich erinnert, wo er ist. Ich werde meinen Lippenstift benutzen. Madison verdeckt ihr Gesicht mit dem Buch, damit der Lehrer es nicht bemerkt. Doch der Lehrer ist zwar alt, aber nicht blind. Wahnsinn! Der Lehrer hat Madisons Buch einfach weggepustet. Oh nein, mein Lippenstift! Was für ein Loser! Es ist kaputt! Also gut, leg dein Make-up in die Box. Du weißt, dass es nicht erlaubt ist. Tut mir leid, Madison. Regeln sind Regeln. Du hast gerade deinen Lippenstift verloren. Gib das her! Oh, was machst du denn da? Das gehört mir. Madison braucht ihr Puppet, um sich zu beruhigen. Warte mal. Puppet? Ich glaube, ich habe eine Idee. Dafür nimmst du einfach ein Stück Lippenstift, legst es auf einen Löffel. Halte ihn über eine Kerze, bis der Lippenstift schmilzt. Sobald er geschmolzen ist,
nimmst du deinen Poppet und gehst den Lippenstift in die Löcher. Warte, bis er abgekühlt ist. Das war's. Lippenstift in Poppet. Okay, Zeit, meinen Lippenstift zu benutzen. Er ist so schön. Was für eine geniale Idee, Madison. Aber was macht Joshua hier? Es scheint, als ob er etwas sucht. Wo ist mein Poppet? Oh, hier ist es. Gib's zurück. Hä? Huh? Nein, Joshua, warte. Jetzt ist es zu spät, ihn aufzuhalten. Warum fühlt es sich so komisch an? Seltsam. Und mein Gesicht juckt so. Oh Mann, jetzt ist Joshuas Gesicht mit Lippenstift verschmiert. Aber der Lehrer bemerkt das schnell. Was um alles in der Welt ist hier los? Ich hab doch nichts gemacht. Schminken ist im Klassenzimmer nicht erlaubt. Ich kompensiere das hier. Upsi. Sieh dir nur dein Gesicht an. Ich muss ein Foto machen. Du bist so hübsch. Okay. Wow, schau ihn dir an. Das ist Jaden. Alle Mädchen sind in ihn verknallt. Umgeh, es ist Jaden. Du magst Jaden? Aber ich mag ihn auch. Nein, er gehört mir. Mal sehen, wie ich aussehe. Oh nein, ich sehe so hässlich aus. Diese Mädchen müssen ihr Aussehen ein bisschen aufbessern, wenn sie Jadens Aufmerksamkeit erregen wollen. Aber das wird nicht einfach sein. Schminken? In diesem Klassenzimmer ist kein Make-up erlaubt. Was ist? Nein! Aber wir brauchen es so dringend. Das ist nicht fair. Oh, diese Mädchen, wann lernen sie es endlich? Was werden Madison und Chloe jetzt tun? Hey, ich weiß! Es scheint, als hätten die beiden beim Anblick des Lehrers ein paar Ideen bekommen. Was? Was ist das? Ach, nichts! Schauen wir mal, was die Mädchen sich ausgedacht haben. Hallo, Jaden! Hallo, Mädels! Er gehört mir! Bleib weg! Das bedeutet Krieg! Hä? Haben sie gerade was gesagt? Naja. Und dieses Mal sind die Mädchen vorbereitet. Seht euch das mal an! Oh, wow! Madison hat Lippenstift in ihren High Heels versteckt! Aber Chloe kennt ein paar clevere Methoden. Sie hat einen Eyelinerstift in ihrer Brille versteckt. Ich werde so gut aussehen. Aber sie sieht auch gut aus. Nimm das. Hä? Du hast meinen Lippenstift ruiniert. Das war ein Versehen. Ich werde dir ein Versehen zeigen. Wie gefällt dir das? Was machst du denn da? Beruhigt euch, Mädels. Das sieht langsam ziemlich übel aus. Ah! Und der Kampf beginnt. Sie sind außer Kontrolle. Hey, kannst du mir helfen? Ja, was ist denn los, Jaden? Hi, brauchst du Hilfe? Schon gut. Bleibt einfach weg.